Sind wir wieder live? Dürfte eigentlich jeden Moment sein. So. Ich glaube, wir sind wieder da. Hallo? Seid ihr noch da? Wäre schön, wenn ja. Warten wir eben noch wieder mal, bis irgendwas in den Chat geschrieben kommt. Ich hab eigentlich die Bosse gemacht. Dixie, 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 Didi. Tja, Didi. Oder Dixie. Live in Farbe und bunt. Ach, das ist gut. Gut, dann würde ich sagen, können wir jetzt weitermachen. Musste zwar kurz unterbrochen werden, aber... Ach ja, der Cloak da oben, der mich auch mal verarscht hat. Nebenbei, Forest Interlude. Auch eins der wunderschönsten Soundtracks dieses Spiels. Das habe ich vorher vergessen noch mit zu erwähnen. Auch eins mit der besten. So, jetzt muss ich kurz mal was prüfen. War hier was? Hier nicht? Ne, okay. Da war ich mir gerade nicht mehr so hundertprozentig sicher. Ach ja, diese schönen Geisterseile. Ich glaube, das brauche ich noch. Jo, das hätte ich noch gebraucht. Für hier vorne. Irgendwo. Nicht? Okay, da war das eine andere Stelle. Ansonsten kann ich es ja nochmal ausprobieren. Oh, ich habe dort was gesehen. Da ist die DK-Münze. Huch. Gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Die hätte ich gerade voll übersehen. Okay. Ja, eine gemeine Stelle. So, bald erwischt. Ah, okay, hier war das erst. Ach ja, wieder diese sehr stabile Kiste. Overly manly chest quasi. Die ist so stabil, die hält mehrere Schläge aus. Ich muss mir noch mal so eine Lampe besorgen, die mich so von da so ein bisschen anleuchtet. Es kommt immer noch so vor, als wäre ich sehr dunkel. Nein! Jo! Das... Erst hat mich Cloak getrollt und dann hat mich das Seil getrollt. Aber zum Glück war das ja direkt bei der Mitte. Jo. Ich sollte vielleicht nicht so eilig spielen. So, verschwinde mal. Ach ja. Er hat aber auch ein sehr gefährliches Leben, wenn er quasi in einem Fass lebt, in dem Sprengstoff drin ist. Hm. Ich wollte jetzt nicht Beine in die Luft fliegen lassen. Kann ich dich einfach... Nein. Wäre auch zu einfach. Ein bisschen lernresistent. Sollte ich besser nicht sein. Ich bin Student. Ich sollte eigentlich eher lernen, mehr lernen, als lernresistent zu sein. So, und damit hätten wir auch diese Mütze. Die zweite in diesem Level. Na, Moment. Okay, das war ja schon ein guter Leap of Faith eigentlich. Oben und hier rüber. Nein! Oh! Das war schon wieder viel zu knapp. Gut, die Dinger bringen sich auch rum. Passt. So, ein weiteres Leben für uns.
Ich dachte, ich wäre eigentlich aufs Fass gesprungen. Das hat mir gerade fast das Leben gekostet. Bananen. Wunderschöne Musik. So, hier hätten wir alles. Auf in die Spukhalle. Dem nächsten Achterbahn-Level. Oder eher Geisterfahrt-Level. Wart ihr schon mal in einem Geisterhaus? Nee, andere Frage. Wart ihr überhaupt schon mal auf einem Jahrmarkt? Oder sowas in der Art? Ich war bisher noch nie auf einem. Würde ich sogar ehrlich gesagt gern mal hingehen. So, hier und da war ich vielleicht mal auf einer Kirmes, aber ich glaube, das ist damit nicht so wirklich vergleichbar. So, wir nehmen erstmal das obere. Auch gemein, zwei direkt übereinander zu verstecken. Ach, das war das, wo ich dann rückwärts fahren muss. Oh, 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 wir haben sie. So, einmal rückwärts und wieder rein. Wenn ich bedenke, mit Christian saß ich an dem Level auch ewig. So, Steine sammeln. Gut, an dem Bonuslevel saßen wir vielleicht gerade nicht ewig, aber an dem Level allgemein. Das kann echt gemein sein teilweise. So, und das hätten wir auch. Wunderschön. Und die zweite Runde. Mit wenig Zeit. Und ganz vielen Plusfässern. Jo, das war schlecht. Nein! Toll! Weil ich getroffen wurde, konnte ich das andere nicht mehr erwischen. Och Mann! Du bist gemein. Ich weiß gerade nicht mehr, wie du heißt, aber du bist gemein. Immerhin haben wir schon mal zwei Bonuslevel. Das dritte lässt dann auch nicht mehr lange auf sich warten. So. Again! Geisterfahrt! Nebenbei hat jedes Mal ein anderes Bandana an. Hier hat er ein blaues. Beim zweiten Mal hat er ein grünes, beim dritten Mal ein rotes und beim letzten Mal ein gelbes. Ich glaube, ich gehe oben lang, wollte ich gerade sagen, weil das einfach ist, aber wir gehen auch unten lang. Passt. So. Jetzt bloß jedes Fass erwischen. Ich kann jedes einzelne davon gebrauchen. So, hätten wir schon mal die Mitte. Entweder seid ihr heute sehr schreibfaul oder mein Chat ist hängen geblieben. Nein. Ich glaube, zwei darf ich mitnehmen. Mir wäre aber lieb, ich würde jetzt kein weiteres mehr erwischen. Ja, okay. Gut, dann hätten wir auch das Bonuslevel schon mal. Sondern ich glaube, das war einfach nur finde die Münze. Jo. Ganz schnell! High Speed! Nein, das war scheiße! Viel zu früh gesprungen. Ich gehe mal eben kurz sterben. La 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 la. Oh, ich bin gefallen. Jo, man hat eindeutig gehört, die Musik, die Todesmusik ist anders als die anderen. Sie ist anders als die anderen. Deswegen verschmäht man sie. So. Zweite Runde. Nee. Jetzt treffe ich aber auch alles, oder? Ja, komm. Nimm mir Dixie weg. Nimm mir die Frau meines Lebens. Na dann. Wow. Whee. 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 Whoop. 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 Hätte man nicht noch knapper machen können. Mm-mm. So. Jetzt schaffen wir das Level.
Udidi. You can do it. Gut, dass ich das Grüne auch mit erwischt habe. Oh Gott, oh Gott. Ja, nein. Da habe ich zu viel erwischt. Aber wir haben alle Bonuslevel. Und die dicke Münze ist eh kurz vorm Ziel, von daher passt's. So. Versuchen wir hier durchzukommen, ohne Dixie zu ver... ohne Didi gerade eben. Nein! Was tue ich da? Ich habe Didi nicht verloren. Ich habe beide verloren. Na denn. So. Again. Ah, das war nicht so toll. Okay. Gut. So, ich nehme mal den... nicht den Gleisen ausweichen, Jan. Aber die Gleise machen mir Angst. Whee! Eigentlich wollte ich in den Tod springen. Ach komm. Ich habe genug Bananen gesammelt. Hui. So. Zweite Runde. Nein, vierte Runde eigentlich. Ah, Moment mal. Hier hast du erst das rote Bandana an. Das heißt, eben war das gelbe dran. Habe jetzt gerade gar nicht drauf geachtet, oder? Hat er eben im Minusbereich das gelbe Bandana angehabt? Ja, natürlich. Perfekt. Da habe ich mal beide Affen und ich komme einfach perfekt durch. So. Dicke Münze. Oh yeah. Und Bananas. Oh yeah. Ich höre jetzt erst immer nur, dass da die ganze Zeit die Criminals rülpsen. Haben wir's? Yo. Ab in den Sturmwald. Ah, auch ein schönes Level. Wieder Forest Interlude. Und der Wind. Der Wind. Das himmlische Kind. Das Kind kann nicht verzichten. Jo, auf das Kind kann ich verzichten. Und drüber. Nochmal. Rally. Wir haben zu tun. So ein gemeines Level wartet hier auf uns. Ich weiß gerade spontan nicht mehr, wo alles ist. Nein, Rally, bleib hier. So, komm mal her. Der Wind arbeitet gegen mich. Zumindest bekomme ich eine Menge Münzen. Davon kann ich bei Swanky nachher wieder zocken. Whee! Ich bedenke, die Welt hat noch so das ein oder andere böse Level. Suddenly, Wind of Change. Schönes Lied. Das war auch schon fast richtig. Wieso kommen wir eigentlich gerade aus einer Höhle? Wir kamen gerade aus einer Geisterbahn. So. Machen wir es jetzt mal ein bisschen langsamer. Das sage ich immer und danach mache ich es dann doch nicht. So. Gut, nehmen wir das K nochmal mit. So ein paar Leben kann man ja immer mal gebrauchen. So. Hier, glaube ich, war kein Wind. Zumindest für den meisten Teil. Für den ganzen Teil? Okay. Kein Wind. Sehr gut. Und das O. So, ein kleiner Airjump.
Ist ja so ein kleiner Trick, den man mit Rattle machen, Rattly machen kann. Ein bisschen näher. So. Okay. Es hat geklappt. Finde die Münze. Okay. Wow! Wunderschönes Level. Ein Sprung, zack, da. Blauer Ballon. Nein! Du dummer Wind! Er hat mich von dem Ballon weggeblasen. Ah! Mann! So, wie war das jetzt nochmal? Ich glaube, ich brauchte den oberen. Oder? Ja, okay. Whee! Gut. Gab es hier noch mehr Bonus-Level? Ich weiß es gerade nicht mehr. Whee! Schade, da habe ich einen zu sehen. So. Wenigstens kann man hier nicht sterben, wenn man runterfällt. Das wäre noch gemeiner. Nein! Das ist eine Sternchen. Alter! Okay, es wird knapp. Es wird sehr knapp. So, ich komme auch da hinten so hoch, oder? Ja, gut. Ich glaube, die Leute sind einfach alle recht schreibfaul. Ist ja nichts Neues in meinen Streams. Da hatte die seine Rolle nicht gemacht. Und das waren zumindest alle Bonus-Level. Und rüber. So, schon mal das N. Das brauchen wir nicht. Wow. So, warten und rüber. Und warten und rüber. Und nochmal rüber. Und rüber. Und rüber, ja. Ich werde sterben, ich weiß. Aber ich wollte die Kelmünze haben. Ja gut, der Stream muss da nicht zugespammt werden, aber so ein bisschen schreiben. Livestreams sind ja extra dafür da, damit man mit den Leuten auch so ein bisschen sprechen kann und dass man auf sie eingehen kann. Ansonsten hätte ich genauso davon Let's Play machen können hiervon. Das habe ich ja schon. Ah, Mann, geh weg. Zwar nicht alleine, aber ich glaube, alleine hätte ich es nicht so gut gemacht machen können, wie ich es mit Christian gemacht habe. Ich glaube, das Let's Play ist nur wegen Christian ein so großer Erfolg geworden. So. Nein? Gut. Wow! Alter! Holy! Passt. Ich brauche nichts. Ich habe alles. Jo. Ich habe alles, was ich brauche. So. Wie viele Globen gibt es in diesem... Mal sehen, wir haben 5 Schreibtische, 2 Globen, 2 Flugzeuge. Das sind alles Fragen, die bei Swanky drankommen können. Papageienabsturz! Das war sogar gerade ganz gut, dass wir Dixie haben. So kommen wir nämlich an die DK-Münze direkt ran. So, let's go. Mal gucken, ob ich hier die beiden Bonus-Level auf Anhieb bekomme. Da bezweifle ich ja schon fast, dass das passieren wird. Da ich gerade auswendig nicht mehr so perfekt weiß, wo sie sind. Na, Moment, das K. Okay, wenn ich oben drücke, bremse ich so leicht den Fall. So. Das sah sehr interessant aus. So, und runter. Ich glaube, das war nicht unbedingt der beste Weg. Zumindest nicht für Dixie. So, und
Jetzt hier rüber. Komm, komm, komm. Ja, perfekt. Ja. So. Und der grüne Spox. Miau. 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 Ich glaube, der lilane Squawks hieß Quawks. Oder? Weiß das gerade jemand, wie der lilane Squawks hieß? Ich meine, der hieß Quawks einfach nur. Knapp, knapp, knapp. Nein! Auf eine zweite Runde. So, einfach geradeaus runter. Ja, der Wannabe Squawks quasi. Das nehmen wir nochmal mit. So. Hui. Wenn man will, dann kann man die auch einfach durchrasen. Wenn man will, kann man auch einfach in den Gegner wieder reinfliegen. So. Und runter. So. Ganz langsam. Gut, hier können wir wieder ein bisschen schneller machen. Und hier wieder ganz langsam. So, damit hätten wir schon mal die Mitte. Gut. Jetzt müssen wir überlegen, wo das zweite Bonuslevel war. Das weiß ich gerade spontan nicht. Hier? Ich glaube, hier könnte es sogar wirklich gewesen sein. Würde ich nicht in den Abgrund springen. Da haben wir das zweite. Mach alle Gegner fertig. Das machen wir. Außer ich springe die Gegner wieder rein. So. Gut. Ich habe es auch schon mal geschafft, da mit dem Fasser die Biene nicht zu töten. Das kann auch passieren. Person nicht geholt. So. Ah, da wollte ich nicht lang. Nee, nee, nee. No, no. Ah! Aber eigentlich ist das Level ziemlich angenehm. Wenn man nicht gerade Bienen unterm Hintern hat. Oder unterm Bauch. So. Weg mit euch! Ich hätte mir da oben noch gerade noch was holen können. So ein paar Bananenmünzen. Und Bananen. Und Münzen! So. Und weiter. Verdammt! Ich dachte, das wird noch klappen. Nochmal das Ganze. Okay. Das ist gerade schlecht. Aber wir kommen auch ohne Quawks durch. Ich nenne jetzt einfach mal Quawks. Weil ich glaube, dass es so heißt. Konzentration. Hat sich das gelohnt? Ich denke nicht. Ich habe gerade gar nicht geschaut, ob ich schon alles habe in dem Level. So. Diesmal aber.
Doch einiges. So. Dann hier rüber. Ach, die Musik ist auch wunderschön. Wobei, nennt mir mal ein Donkey Kong Theme, was nicht wunderschön ist. So, schnell durch. Warten, schnell durch. Das G kann ich verzichten. Ich habe eh den Rest der Buchstaben nicht, von daher. Jetzt geht rein. So, hier war sonst nichts mehr. Okay. So, und nun ist wieder ein Leben zurück. Wunderbar. Ich hoffe nur, ich habe jetzt alles. Jo, wir haben alles. Wunderschön. So. Der Name dieser Welt ist die Düsterschlucht. Wie viele kleine Wespen? Das sind 3. Was? Moment, what? Ach so! Ja, wie viel sie aufteilen? Natürlich sind es 5. So, und Concorde. Sehr schöner Name. Das weniger Waldlevel. Sturmwald. Hier waren es 3. Wie viel auf der Weltkarte rumsummen? Das ist die Kroko-Insel? Hier, diesen Levelnamen kam nicht vor. Krokonia. Das ist Ungard. Und wie viele Globen? Ja, gut, dass ich das eben noch nachgeschaut habe. Okay. So. Dann Funky nochmal kurz bezahlen. Wunderbar. Hatten wir das jetzt auch alles wirklich? Jo, 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 jo. Wald des Grauens. Ja, das trägt den Namen zurecht. Warum noch was? Das ist wirklich ein Wald des Grauens. So, hatten wir hier oben noch irgendwas? Dort haben wir noch einen Cutlass. Ich glaube, das ist sogar schon die grüne Sorte. Wow, ich sehe die Ratten fast gar nicht. Alter. Oh Gott. Ein paar Zentimeter weiter, ne? Ach so. Ein paar Zentimeter weiter und ich wäre da voll reingeflogen. Jo. Das war wieder mal ein bisschen Glück. Bisschen viel. So. Squidder Time. Ganz viel Squidder Time. Schwefelwald, ja. Alles voller Schwefelgase hier. War das schon so eine Stelle? Nee. So. Einfach in die Füße geschossen. Oh, da kommt ja keiner. So. Und damit das auch alles schön frei hier ist. Ach, schade. Jetzt habe ich ihn schon abgeschossen. Und das Mittelfass habe ich gerade fast gar nicht gesehen. Aber den Typ habe ich jetzt leider nicht zeigen können. Der steht nämlich da in einer sehr interessanten Pose da oben und wartet auf uns einfach. Ich sollte die Netze vielleicht nicht immer so schnell legen. Sollten wir vielleicht mal so einen langsamen Bonuslevel hier finden. Musst du genau in dem Moment springen, wo ich hier gerade meinen Sprung mache? Nee, gut. Oh. Und den habe ich erwischt. Ha, ha, ha. So. Und schon sind wir wieder zu zweit. Ich habe immer noch das Gefühl, ich habe schon längst ein Bonuslevel wieder übersehen. So.
Gehen wir mal hier ein bisschen höher. Ja, hier ist das Level. Yo! Eigentlich hätte ich gerne alle Viecher getötet gehabt. Aber gut. Oh! Ah, da kommt die Slow-Motion-Kugel. Die wir so ein bisschen mitnehmen dürfen. So. Dann machen wir mal die Tür auf. So. Kein Risiko. Wow. Sagt er und springt fast in die Stacheln. Wobei wir ja herausgefunden haben, eigentlich machen die mir die Stacheln unter mir ja keinen Schaden. Theoretisch könnte ich einfach drauf entlanglaufen. Hm. So, war das nicht jetzt... Nee, das spawnt mich hinter dem Typen. Ich dachte, das spawnt mich direkt davor. Hätte ich im Spiel zugetraut. Jo, das war schon fast getroffen. Oh. Wobei, nee, Moment, machen wir lieber geradeaus direkt. Und weg. Und weiter, schnell weiter. Nein! Ich hab sie nicht... Das ist echt schwer, die hier zu sehen, teilweise. Durch diesen Nebel. Es fehlt auf jeden Fall noch ein Bonuslevel. Na, jetzt könnte man sehen, ne? Wie da oben rum steht und sich die... Da, geh weg! Wir gehen noch weiter. Diesmal vielleicht nicht mit so vielen Verlusten. Na. Nase juckt. So. Hier, fress Spinnennetze. Oh Gott. Das war knapp. Ja, rap das bei... Da. Jo. Wunderschön gesprungen. Wieso habe ich da kein Netz gemacht? Ich weiß es nicht. So. Gehen wir mal ganz tief. Nehmen das O noch mit. Wofür eigentlich? Ich habe das K nicht. Bin ich einfach wunderschön am Anfang dran vorbeigelaufen. Ich hält. Obwohl ich es hätte holen können. So. Ja, der Chat hier ist, wie gesagt, sehr ruhig. Die Leute genießen einfach beim Zugucken, anstatt hier zu schreiben, wie es aussieht. So, und runter. Geh weg. So, zumindest das Bonuslevel brauchen wir hier erstmal nicht mehr. Passt das schon? Ja, das passt von der Höhe. Ich sollte vielleicht noch ein bisschen tiefer gehen. We need to go deeper. So. Ein Isaac Achievement, wenn ich mich nicht irre. So. Das war schon wieder ziemlich Dingens hier. Es fliegt sehr niedrig. Gehe ich lieber oben her. Alter! Das Netz hat aber auch keinen Bock mehr. Du kriegst mich nicht. So. Oh! Was? Dich habe ich nicht gesehen.
So, war das hier mit dem Typen, der einem die Kanonenkugel direkt vors Gesicht legt? So, lassen wir die mal vorbei. Gut. Wie habe ich übereinander nicht bekommen? Bin nur gerade dran vorbeigelaufen. Ist kein bisschen Eigenwerbung hier, ne? Rare-Symbol und so. Aber gut, Rare darf das. Ja, das war das, wo man einen direkt vor den Gegner hinstellt, der einen gleich töten möchte. So. Wo war jetzt die Decay-Münze? Ah! Die Münze! Okay. Gut. Das sind Themen hier. Ich habe keine Cola mehr. Irgendwas Japanisches. Da hat wohl jemand keine japanische Cola mehr. Ha. So, Kraus Rache. Jupp. Ich möchte eigentlich lieber Diddy vorne haben. Ist einfacher. Muss ich nur hinstellen. La la la. Ja, das ist wirklich eine sehr schlimme Münze. Die ist ja wirklich nur einen Moment lang da und dann zack ist sie wieder weg. So. Komm her! So. Und ab nach oben. In die letzte Phase. Nein! Nein! Das hätten wir. Was halte ich von Twitch Play Pokémon? Keine Ahnung, ich habe da nicht so wirklich reingeschaut. Ich habe nur gesehen, was es ist und danach dachte ich mir, nee, schaust du nicht rein. Weil teilweise habe ich gesehen, die sitzen da Tage an einer der gleichen Stelle und das wäre mir doch ein bisschen zu öde. So, auch komplett. Ab in die nächste Welt. Eisiger Abgrund. So. Oh, mal gucken, ob wir die Welt... Ach, das war ja die. Moment. Das ist die fucking Fuckfisch-Welt. Wenn ich weiß, worum es geht, sollte man das Let's Play anschauen. Aber wer die fucking Fuckfisch-Welt nicht kennt... Ach, hier war ja doch was. Wer die fucking das fucking Fuckfisch nicht kennt, der hat was verpasst. Der hat echt was verpasst. Was genau Twitch Play Pokémon ist. Ich glaube, das ist irgendwie so, dass der Chat so mehr oder weniger Pokémon Blau, Rot spielt und dann die sagen einfach, geh hoch, geh links, geh rechts, drück A, drück B, was auch immer. Und das ist sehr chaotisch. Wow, das hat ganz knapp, glaube ich, nur gereicht. Und das ist echt, ja, viel zu chaotisch, würde ich ja schon fast sagen. Weil die einen sagen, geht dahin, die anderen sagen, geht dahin und im Endeffekt, ja. Was? Du warst eben nicht da. Okay. Suddenly spawning. Kann man da rein? Nein. Sollen wir mal ein bisschen aufpassen hier. Ich glaube, wir sind nämlich kurz vor der Mitte. Ja. Oh, the middle barrel. Fucking Puffpish. Fucking Fuckfish. Was? Nein. Nein. Ja, da konnte ich auch nicht mehr weg. Tja, und alle sind da. Es ist quasi, genau, reines Backseat-Gaming mit tausenden von Leuten. Ich weiß nicht genau, wie sehr da auf die einzelnen Sachen eingegangen wird, aber das ist echt Unsinn. Was? Gut, dann wurde ich halt erwischt. Nee. Hol ich mal die Decay-Münze und gehe weiter. Hm,
Monarchie ist besser als Demokratie. Jo, das stimmt. Ich bestimme lieber alleine, wohin ich hinlaufe, als dass ich es mir von tausenden Leuten bestimmen lasse. Na, natürlich. Nice! Das war wirklich schön. Wobei ich glaube, mir fehlt ein Bonuslevel, oder? Bin ich nicht an einem Bonuslevel vorbeigelaufen? Jo, ich bin an einem Bonuslevel vorbeigegangen. So, dann nochmal das Ganze. Fast. Fast. Nebenbei. Chip hat recht. Deutsch bitte. Das ist ein deutscher Stream. Wir müssen jetzt hier nicht die ganze Zeit Sachen irgendwie Sachen aus Französisch schreiben. So, das darum hatten wir. War doch mal das, was gefehlt hat. Autsch. Seestern im Hintern tut echt nicht gut. Schon wieder fehlt da einer. Immer dieses Sprite Libbits. Ich glaube, ich weiß auch schon ungefähr, wo ich was verpasst habe. Interessant, die können auch nicht weiter, wenn das Wasser nicht hoch genug ist. Aber gut, das sind Seesterne. Die können allgemein nicht viel außerhalb des Wassers machen. So, hier war die Decay-Münze. Moment, war das hier unten? Nee. Natürlich explodierst du genau in dem Moment jetzt gerade. Ich fliege natürlich in jeden Gegner rein. Ich glaube, irgendwo hier haben wir das übersehen. Hier? Nein. Hier? Nein. Dann... Geh weg. Geh weg. Geh weg. Hier. Jo. Da haben wir es übersehen. Job, das ist ein deutscher Stream. Von daher bringt es auch nichts, hier irgendwas auf Japanisch reinzuschreiben, weil es auch eh keiner lesen kann. Von daher. Bitte einfach bei Deutsch belassen. Und weiter runter. So. Hätten wir die auch. Ja, die laufen einfach durch die Wand. Ist gut. So. Das Level können wir auch nochmal so beenden. Ja, komm. Geh runter, Wasser. Na gut. Aber damit dürfen wir das jetzt haben. Jo. Nein. Die Windhöhle. Nein. Fängt schon mal gut an. Mille Rambifrosse. Nein. Selbst wenn Rambi Franzose ist. Jo. Ich mag diese Käfer genau und wegen solchen Stellen nicht. Nein, ich mag die Käfer nicht. Wegen Unlimited Cruise SP. Ja, das ist echt. Ich dachte mir, das gehört irgendwie ja noch dazu mit dem Marineford-Modus. Von daher haben wir den auch mal gemacht. So. Ich dachte schon, jetzt fliege ich hier dann vorbei.
Die Sache ist jetzt, wo waren jetzt die ganzen Bonus-Level? So. Du kannst erst beim zweiten Mal nichts. Genau. So, da war schon mal nichts. Alter! Was tue ich da? Ich mach's nur minimal spannend. So, hier ist nichts weiter. Das O kann ich eigentlich verzichten. Auf den Haken, Johnny, könnte ich auch verzichten. Aber eigentlich nicht. Was? Nein, nein, da hinten. Da war was. Mit Sicherheit. Dammit. Moment, vielleicht kann ich einfach wieder runterfallen an der Stelle. Ich kann auch einfach sterben. So. Gut. Done again. Diese Windhöhle, ne? Das ist echt ein sehr schlimmes Level. Wenn ich es nominieren dürfte, dann wäre das das Level, das Unlevel des Spiels. Ja, es gibt sowas wie ein Unlevel. Genauso wie es das Level des Spiels gibt, gibt es auch sicher ein Unlevel des Spiels. Oder so wie es halt ein Wort des Jahres gibt, gibt es auch ein Unwort des Jahres. So, und durch. Jetzt schauen wir mal. Okay, das wollte ich eigentlich nicht machen, aber... passt. Ich verwandle mich bei Berührung mit kaltem Wasser in einen Teufel. Ob das stimmt. Wo komme ich raus? Viel zu weit oben. Okay, dann dürfen wir das gleich nochmal machen. Na dann. Das war doof. Doppel-K.O. Das war gut. Fast schon ein bisschen. So. Dann hier durch. Na, noch nicht. Jetzt. Jo, Leben. Oder ich mach's mir einfach einfacher und lauf durch. Ich habe genug Leben. Sage ich jetzt noch und werde nachher weinend um Leben flehen. So. Was? Warum nicht? Wind! Was soll das? Arbeite mit mir, nicht gegen mich. Ich habe gehört, wir sind Freunde. Huch. Ich hätte vielleicht warten sollen. Ich glaube, ich hole mal das Leben doch mal. Wenn ich jetzt 63 Leben habe. Gut, wir lassen das Leben. Ich brauche das nicht. Nein. So langsam beginnt das große Sterben. So. Hier hoch, hier hoch. Und dadurch. Wow. Das war minimal riskant. Wobei, Moment. Ich kann mir das Leben ja trotzdem holen. Sagt ja jemand, dass ich da springen muss. Moment, war da unten was? Wobei, nee. Nicht springen, nicht springen. Einfach durch. Yes. Was? Die Biene kam gerade etwas überraschend. Wind arbeitet immer gegen mich. Hm. Hui! Okay, jetzt klappt es nicht mehr mit dem.
Manchmal frage ich mich, wo der Wind einfach hin ist. Der will einfach nicht kommen. Ja, diese Möglichkeit, unendlich oft zu sterben, bringt mir nichts, wenn ich nicht bis dahin komme. Wenn ich hier solchen Quatsch baue. Und so einen Quatsch. Was ist da unten? Da ist noch ein Cutlass. Okay. Von all den Malen, wo ich jetzt da hinten angekommen bin. Zu zweit. Habe ich so oft das Label jetzt auch nicht bekommen. So, dann hier durch. Hier kommt gar kein Wind. So. Hätten wir das Leben schon mal. Ich frage mich eigentlich, wie schaffen die es hier quasi so ein bisschen gegen den Wind zu arbeiten und zu sagen, nee, ich möchte jetzt nicht hochsteigen. So, wo kommt die Biene? Danke, dass ich sehen durfte, wo diese dumme Biene kam. Nämlich gar nicht. Der Stachel dürfte so ziemlich ins Auge gegangen sein. Autsch. Ich weiß, warum ich die Windhöhle nicht mag. Weil ich einfach nicht abwarten kann. Meine eigene Ungeduld bringt mich noch ins Grab hier. Aber gut, dass hier direkt schon das nächste Decay-Fass ist. Nur mit dem nächsten Decay-Fass lassen sie sich noch ein bisschen mehr warten. Wobei, so weit kam ich ja bisher noch nicht. Oh Gott! Oh. Etwas knapp. Minimal. Ne, die lassen mich da nicht drauf. So. Hier noch durch. Und hier noch durch. Ich hoffe nur, ich finde wenigstens das andere Bonuslevel. Wenn es hier noch eins gibt. Ich weiß es gerade nicht. Ja, meine Güte, man kann alles hier mit Decay schreiben. Man rettet auch gar nicht Donkey Kong, man rettet hier Decay. So, Papagei. Guy, wo warst du nochmal? Ach ja. Egal, ich bin durch. Oh Gott, jetzt bin ich schon weiter in die Stacheln gerollt. Ja, es ist wirklich ein Zeichen von gutem Spiel, wenn man ein Hasslevel hat, weil ein Spiel kann nicht perfekt sein. Das, ich weiß nicht. Perfektes Spiel ist... Nee. Ich weiß nicht, ein perfektes Spiel gibt's einfach nicht so wirklich, denke ich mal. Es gibt immer irgendwo eine Stelle, die man einfach nicht mag. Meine Meinung jetzt. Einfach mal. So, stirb. So. Ich muss dieses Bonuslevel hier noch holen, schnell. Und hoffen, dass es das Einzige war, was wir übersehen haben. Ich wüsste aber auch spontan jetzt nicht, wo noch ein weiteres wäre. So, ich hoffe mal, das war jetzt nicht so weit weg. Ich habe es gerade nicht mehr... What? Okay. Hat halt keinen Wind. Bin ich auch mit zufrieden. Okay, hier war es noch nicht. Dann noch eins höher. Hier war es. So, einmal wieder runter. So, was war jetzt überhaupt hier die Aufgabe? Mach alle Gegner fertig. Ah, okay. Dass ich sowas Einfaches nicht geschafft habe.
Mach ein Hasslevel ein, spiele ich erst perfekt. Ja. Aber ich meinte jetzt von perfekten Spiel, dass man wirklich alles in dem Spiel mag. Und das kann ich mir einfach nicht vorstellen, so wirklich. Quetschloss. Das. Okay, hier war das noch nicht mit nach links. Wie hieß das Lied? Krug's Marsch? Irgendwie sowas? Hier war es auch noch nicht. Auf jeden Fall auch ein sehr schönes Lied. Ah, hier war das. Hallo, Rambi. Ja, da ist rechts gerade einer gestorben. Ene, mene, mu und raus bist du. Und die Bananen auch noch. Ich glaube, ganz links wäre noch eine Münze gewesen. Auf den Stachel gefallen. Auf den Stachel gefallen. Auf den Stachel gefallen. Immer wieder aufgespießt. Das macht Rambi gerne. So, weg mit dir. Ne, da kann man nicht rein. Das war wohl auch erst woanders. So viele schöne Soundtracks. Das Spiel ist einfach wunderbar. So. Bonuslevel Nummer 1. Mach alle Gegner fertig. Und hier ist es auch, wir müssen alle Bienen töten, nicht der Boden. Wenn der Boden sie tötet, zählt das nicht für unseren Counter. Oh, so viele Dicks, so nicht die Kernmünzen, so viele. Wer ist die Münzen eigentlich nochmal? Cramcoins, genau. Nein, meine Bananen. So viele Cramcoins schon. Ist da was drin? Nein. Oh! Blöder Igel. Spiky. Oder wie hieß er im Let's Play? Der nicht so tolle Igel. Da. Was? Ich bin doch. Dann halt nicht. So, konnte man hier irgendwo durch? Da konnte man durch. So. Tschüss. Ich bin dann mal weg. Was? Habt ihr auch gerade einen Haken gesehen? Oder habe ich mir das gerade nur eingebildet? Dass da plötzlich ein Haken bei den Bienen war. What? Okay. Wahrscheinlich habe ich mir von einem gebildet. Bananas. Nimm mal den Bananen folgen. Wir führen einen zum Ziel. So. Hier noch eine. Hier noch eine. Und damit hätten wir, glaube ich, dieses Level sogar auch schon abgeschlossen. Und irgendwie hatte ich gerade das Gefühl, das Ding ist gestorben, bevor ich auf ihn draufgesprungen bin. Oder es war jetzt sehr zeitlich getroffen. So. Auch immer hier sehr gemein. Von der einen Seite kann man nicht rollen, von der anderen Seite kann man nicht springen. Neckies! Heißen doch so, oder? Bin mir gerade nicht so hundertprozentig sicher. Und Zinger! Ja, die DK-Münze ist teilweise echt relativ easy versteckt. Oh, da war ein Buchstabe. Okay.
Habe ich verpasst. So. Der Spaß jetzt. Oh mein Gott. Dixie. Halt doch nicht an. Oh Gott. Und durch. Nö, will nicht. Das Level kann ruhig mal so langsam zu Ende sein. Ich hab genug. Ich bin fertig. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt haben wir schon fast wieder zu knapp. Ne, da möchte ich nicht durch. Da komme ich auch nicht mehr durch. Aber ist ja eh nur, um da drauf zu springen. Jo, das reicht. Und wir haben alles. Perfekt. Klappershöhl. Ja, da brauche ich beide. Okay, ich krieg sogar beide. Sehr gut. Ah, das Level. Na komm, töte mich. Nee, hat keinen Sinn. Beiß mir den Hintern. Au. Ich brauche nämlich beide im Bonus. Nicht im Bonuslevel, sondern nach dem Bonuslevel. Von daher, bevor ich das dann eh wieder doppelt machen muss, nehmen wir den Weg hier. Diesmal nicht, mein lieber Claptrap. Diesmal nicht. So, finde die Münze. Ich muss sagen, das war ja schon fast schwer. So, und hier hoch. Wird extra geschrieben hier. B. Moment, B? B ist springen. A ist Huckepack. So, mal gucken. Kriege ich das hier nochmal genauso hin? Wow. Jawohl. Das war schön. Wobei ich sagen muss, als ich das zum ersten Mal im Let's Play gemacht habe, war das viel cooler. Ja, ja, ich bin ja schon da, Klepper. So. Und. Hallo, en garde. Einfach durch. Das ist auch sehr interessant, wenn ich hier durch irgendwelche Seesterne durchfliege. Oder überhaupt, wenn en garde irgendwas kaputt macht. Es explodiert einfach. Wow. Okay, du explodierst nicht. Die Wand hätte eigentlich auch kaputt gehen sollen. Wobei er ziemlich viel Druck in seiner Nasenspitze ja aufbauen muss, wenn er es schafft, damit eine Tür zu zerbrechen. Und durch. Gut. Ich glaube, damit haben wir das Level auch schon komplett. Das müssen wir noch schaffen. Ja. Und die Bananen mitnehmen. So. Und dann dir vorbei. Boing. So. Hui. Und hoch und runter. Dammit. Na ja, toll, da oben hätte ich mir ein Unbesiegbarkeitsfass hier für die kurze Strecke nehmen können. Nö, stattdessen machen die Gegner eine Combo und töten mich. Ja, wäre wirklich alles. Ich hatte ja jetzt nicht mehr genug Schwung. Hui. Okay, wir gehen oben her. Okay, wir gehen oben her. So. Das sah sehr interessant aus. Ich wusste, dass man einfach ins Wasser reinfallen kann, so richtig. Nein! Ich bin doch nicht mehr unbesiegbar. Warum tue ich das? Woo! Woo! Und ich bin tot. Ich habe beim Sprung schon gemerkt, nein, du bist zu früh gesprungen. Das wird nichts. Ich mache manchmal echt komischen Quatsch. Frage an die Runde. Gibt es irgendjemanden von euch, der Donkey Kong Country 2 noch nicht kennt? Also weder selbst selbst gespielt, noch gesehen oder... sonst in irgendeiner Weise. Ich wollte gerade sagen, macht Diddy mir jetzt gerade den Jesus oder wie?
gut weggehauen. So, und rein da. Jo, dann auf in die Ketten kletten. Ich glaube, da weiß ich auch, wo alles ist. Spontan fallen mir auf jeden Fall ein paar Sachen ein. Zum Beispiel das K hier unten. Gut, dass da unten das Fass gerade ist. Da ist ein Schwarzer! Töte den Schwarzen! Den Twitch-Server-Status? Was genau ist damit gemeint? Wie gut jetzt einfach die Streams laufen oder was anderes? Da hatte ich nicht die volle Breitseite zum Springen. Nein! Ich habe den dritten vergessen! Doof. Komme ich hier überhaupt einfach so ran? Nein. Dixie würde dran kommen. Didi nicht. Schade. Das war auch knapp. Habt ihr irgendwelche Fragen? Wenn wir gerade sonst kein Thema haben, können wir wieder eine Fragerunde machen. Na, komm her. Danke. Ich wollte eigentlich gerade nur zum Abkürzen benutzen. Ne, nein, 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 nein. Diesmal nicht. Kann ich einfach durch? Nein, ich kann nicht einfach durchlaufen. Ja, das ist mir schon fast gedacht. Jetzt lauf mal weg. So. Achso. Ich sollte die Kugel vielleicht mitnehmen. Ach nee, Moment, das ist ja nur für die Münze. Nicht töte alle Gegner. Ich sollte vielleicht den Dixie-Vorteil auch mal spielen. Das war cool. So, und der ist weg. Nee, die anderen, die Grand-Teile wollte ich eigentlich nicht machen. Ich wollte eigentlich nur den zweiten machen. Vor allem auch zum Beispiel Teil 3 habe ich gar nicht für ein Super Nintendo. Ich habe nur Teil 1 und 2. Aber wie gesagt, wollte eigentlich nur den ersten, den... Wow, das war knapp. Und dann springe ich wieder da dran. So, was haben wir noch? Meine Lieblingsspeise. Hoch, schwer. Gyros oder Pizza? Beides sehr gut. Wenn ich ein Element beherrschen könnte, würde ich Feuer nehmen. Ich mag Feuer. Ist Mayonnaise ein Instrument? Nein, Patrick, ist es nicht. War das Patrick? Der das gefragt hat, ich glaube schon. Erzähl uns was wieder über die Uni. Ja, ich habe Ferien. Erzählung Ende. Ach ja, das ist auch so angenehm hier. Oh, lololol. Ich kann einfach hier drauf halten. Soll ich sagen? Ich hab Ferien, ne? Ups. Ist eigentlich sogar gerade sehr angenehm, mal Ferien zu haben. Das war nämlich ein ziemlich stressiges Semester. Könnte ich hier rein? Ja, hier könnte ich. Für ein Unbesiegbarkeitsfass. Ja, das ist sehr praktisch an der Stelle. Ja, das war wirklich praktisch. Moment, ich bin doch unbesiegbar. Was halte ich da an? Halt stressig, weil viel, viel lernen. Fall mal runter. Noch was? Nee, du hast die Käfers. Okay.
Wobei ich ehrlich sagen muss, die Kombination von Gyros und Pizza. Als Gyros Pizza mag ich dem gegen wieder nicht so sehr. Ich mag Gyros so, nicht auf Pizza. Ja, da sagt man schon, du gehst nicht über den Boden entlang. Und ich sage, okay, stattdessen werde ich hier getroffen. So, einmal hier hoch. Konnte ich hier rein? Ja. Hier war das N und die DK-Münze. So, ich kann mal kurz mal stehen bleiben, mal ein bisschen lesen. Wie groß ich bin? 1,86. Mein Spiel des Jahres 2013. Boah. Boah. Ich würde ja schon fast sagen Fire Emblem Awakening. Ich habe das Spiel immerhin viermal durchgespielt seit damals. Seit damals ist gut. Seit einem Jahr jetzt. Wie viel weiß ich noch von dem Gelehrten? Ich würde sogar sagen, noch das meiste irgendwo im Kopf. Irgendwo, glaube ich, habe ich das meiste sogar noch drin, ja. Welche Superkraft hätte ich gerne? So, da kümmern sich erst die Bienen, ja. Es ist immer schwer mit Superkräften. Ich weiß nicht. Sowas wie Haki aus One Piece wäre geil. Dup, 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 dup. Welchen Anime 2014 freue ich mich? Die Sache ist, ich weiß gar nicht, was für Anime immer rauskommen. Ich schaue immer kurz bevor eine Season beginnt immer so nach, was für Anime so kommen. Wow. Und ja. Deswegen weiß ich meist vorher nicht, was da so kommt. Aber an Anime, die jetzt gerade noch laufen, muss ich sagen, Nisekoi und Lock Horizon sind somit die besten. One Piece ist sowieso immer das Beste, von daher, das brauche ich nicht extra aufzuzählen. Aber die beiden, also Lock Horizon noch aus der letzten Saison und Nisekoi aus dieser Saison. Verdammt schöne Anime. So, haben wir alles? Jo. So, Funky nochmal schnell bezahlen. Und ab zu Swankys Goldgrube. Wie lautet der Name dieser Welt? King Rules Reich. Das im alten Affenmuseum ist Cranky. Zinger? Ja. Welcher war im ersten Teil auch dabei? So, das Schlosslevel ist das Quetschloss. Es gibt 5 tierische Helfer. Und das ist Cloak. Unser Freund die Spinne ist Quilla. Wie viele Schreibtische? 5. Ha, habe ich mir extra angeschaut. 30 Gegner? Ja. Mein Lieblings-Anime-Charakter. Ich glaube, das ist relativ offensichtlich, wenn man sich mal meinen Schlüsselbund anschaut. Moment. Sieht man das? So. Ja. Konata. Aus Lucky Star. So, Giftgemäuer. Im April geht Fairy Tail weiter. Ach, gibt's ja doch ein Datum. Das wusste ich noch nicht. Also ich wusste, dass es weitergeht, aber ich wusste nicht wann. Fairy Tail ist auch sehr cool. Fairy Tail hat vor allem eine geniale Musik. Das ist so mit der Anime mit der besten Musik. Oder mit der besten Musikuntermalung, sagen wir es mal so. Also das macht Fairy Tail auf jeden Fall sehr richtig. Ja, das war schlecht. Okay, wir können sterben gehen. Das Bleach mal weitergehen würde, hätte ich auch eigentlich sehr gerne. Der aktuelle Arc ist doch sehr, sehr interessant. Vor allem, was jetzt gerade im Manga passiert. Das wird ja nur immer spannender. So. Weg mit dir. So. Und hier hoch. So. Hier sollte ich mich einfach mal dran halten, den Sprungknopf einfach gedrückt zu halten. So, so, so. Und schon mal die DK-Münze. Ja. Es gibt Leute, die können mit Anime nichts anfangen. Es gibt Leute, die können dann dagegen mit dem Manga nichts anfangen. Und es gibt Leute, die gucken und lesen einfach mal beides. So wie ich.
teilweise auch das gleiche Zeug doppelt quasi dann. Nein! Du dumme Biene. Zum Beispiel One Piece. Lese ich sowohl den Anime... Ja, ich lese den Anime. Lese ich sowohl den Manga als auch, dass ich den Anime gucke. Nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, war das knapp. Und da bin ich tot. Aber ich glaube, dass ich nach rechts können. So. Süßchen. Könnte ich hier rein? Nicht? Das war wohl dann woanders, wo man da rein konnte. So, Moment, ich lese mal gleich wieder weiter. Ich muss mich hier gerade noch ein bisschen konzentrieren, weil ich minimal unter Zeitdruck stehe. Aber auch nur ganz minimal. So, hier konnte man rein. Nicht? Doch. Sag's doch. Kleine Abkürzung. Oh. War da links was? Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Ich weiß, wo ein Bonuslevel ist. Aber das kommt erst noch. Und zwar im Squidder-Part von dem Level. Wobei, war hier nicht noch ein anderes? Ich bin mir gerade unsicher. Was haben wir da? Ne, das ist glaube ich nur das N. So, die Giftbrühe kann mir eigentlich gerne fernbleiben. So, war das hier? Ja, hier war das. Welcher Charakter ist die Inbegriff der Coolness? Boah. Schwer. Zorro manchmal aus One Piece. Ich weiß nicht, ich müsste echt durch viele Mangas mal durchgehen und gucken. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, nee. Ja, bei Untertiteln lese ich den Anime, das ist korrekt. Ich hab nichts bekommen. Gemein. So, was gibt's hier so? Eine Münze. Na gut. Beides ist schön, sowohl Anime als auch Manga, von daher. Habe ich jetzt hier alles? Ja. Oh, das war sogar wirklich alles. Gut, dann ab in die Powershow. Yay, wir haben Donkey Kong gerettet. Yay, yay, yay. Nein, wir haben ihn doch nicht gerettet. Wir müssen wieder hinterher. Dead. Und da kommt Karudel mit seinem Luft Chief. Und das Level haben wir auch komplett. Wunderschön. Dornenlauf. Oh Gott, dieses Level. Zumindest diese Musik wieder mal. So, komm her. Und tschüss. Oh, wie nett von dir. Oh, wie blöd von mir. Moment, das ist schlecht. Ich brauche beide. Ja, ich brauche beide fürs Bonuslevel. So geht das gar nicht. Ich muss mit beiden bis zum Bonuslevel kommen. Das war irre knapp. Gib mal her. Ecke. Ich glaube, ich gehe lieber oben rum. Jo, das hat gut geklappt. Ich überlege gerade, das ist schon das letzte Mal. Stickerbush Symphony. Ui. Oder? So, du gehst mal weg. Du. Nicht zu hoch, nicht zu hoch, nicht zu hoch. Leck mich! Ich war fast da. Ne, und ich kann da nicht zurück. Ne, tot. Ich möchte das Bonuslevel direkt mitnehmen.
Da hatte ich's fast und dann kommt mir so ein kleiner dummer. Ja. Sehr schön dazwischendurch. Ich muss mal überlegen, wie ich die Stelle dann gleich mal mache. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! So. Vielleicht lege ich mich auch nur mit einem an. So. Mit dem anderen kann ich dann einfach ausweichen. Der letzte Gegner, ne? Der letzte Gegner. Einmal kommt Stickerbush Symphony noch. Ach ja, natürlich. Ja, ja. Stimmt, ich hab's ganz vergessen. Welchen Tales-Teil würde ich für Einsteiger empfehlen? Eigentlich jeden. Die Tales-Spiele sind jetzt nicht so schwer, dass es da so eine Schwierigkeitskurve gibt. Wobei ich da vielleicht sogar jetzt mit dem in einer Woche kommenden Symphonia anfangen würde, weil da sieht man so die Anfänge des 3Ds. Der 3D-Kämpfe. Symphonia war nämlich das erste, was so, ja, schon so ein halbwegs dreidimensionales Feld hatte zum Kämpfen. Und man ist zwar da mehr oder weniger immer noch auf eine zweidimensionale Linie eingeschränkt, aber mehr oder weniger ist das irgendwo 3D. Man kann quasi so neben dem Gegner sein, vor dem Gegner, hinter dem Gegner. Von daher. Ansonsten, Vesperia ist auch sehr schön. Xillia, Graces ist zwar wieder ein bisschen eigen, aber das ist auch sehr schön. Was? Abyss auch sehr schön. Also Symphonia, Abyss, Vesperia, Graces und Xillia. Alles wunderschön. Phantasia vielleicht auch, wenn man mehr auf 2D steht. Weil da ist das Kampfsystem wirklich rein 2D, zweidimensional. Die Schwierigkeit hier ist echt mit zwei Leuten dahin zu kommen. Es ist nicht mal schwer, ich stelle mich einfach nur blöd an. Immer schön zwischen die Leute durch. So. Und hoch da. So. Komm nochmal her. Ninetales. Ich spiele über ein Super Nintendo. Ich habe es geschafft, mit zwei unterschiedlichen Grabbern das Bild irgendwie dann doch hier, Bild und Ton besser gesagt, hier zusammenzubekommen. Ich weiß nur, ich wäre... Okay. Nicht mehr ohne Anlauf. Chinesisch sind wir heute. Tam tam, 70 Bananenmünzen. So, mit Anlauf. Klappt das. Viel besser. Das Ding ist jetzt ein Vulnona? Ja, quasi. So, und durch. So, jetzt aber. Nicht, nicht, nicht. Und du bist Pause. Du bist Pause. Ja, das ist wie du bist Deutschland. Nur bist du diesmal Pause. So. Noch bin ich nicht da. Jetzt bin ich da. Meine Güte. Das hat ja auch ganz und gar nicht lange gedauert, da hinzukommen. Jo. Ich glaube, den Anfang hätte ich sogar mit Didi machen können. Ich muss hier einfach nur runterfallen an der Stelle. So. So, und jetzt wieder ein bisschen Dixie-Time.
man das mit Didi machen kann, ich glaube eher nicht. Gut. Mein Lieblings-Pokémon ist Xerox. Das Gute ist wenigstens, wenn man das... Wow. Oh Gott. Das Gute ist wenigstens, wenn man das Level, wenn man das Bonuslevel nicht schafft, dann kann man zumindest, wird man ja quasi mehr oder weniger direkt davor abgesetzt. So. So, wollen wir nochmal hier eine Abkürzung nach der anderen nehmen. Es gibt nämlich in diesem Rennen viele Abkürzungen. Ja gut, viele ist übertrieben vielleicht, aber das waren so zwei, die mir spontan jetzt für den Beginn einfallen. Gut, die erste Runde werden wir sowieso nicht gewinnen, weil ich noch die DK-Münze holen muss. Außer ich versuche wirklich zu kürzen wie ein Meister. Zum Beispiel hier durch. Naja, so meisterhaft gekürzt habe ich da jetzt nun auch nicht, aber gut. Und tot. Schade. Kilo? What? Hm? Habe ich was verpasst? Wieder mal. Nebenbei. Auch unendliches, unendlicher Lebensvorrat hier. So. Na dann. Let's do it again. Und hier hoch. Darüber. So, diesmal kann ich direkt durch. Wobei. Okay. Einfach mal so, als wäre nichts gewesen, ne? Ich bin, glaube ich, vielleicht nicht zum ersten Mal da durchgekommen, aber das war einer der wenigen Male, dass ich da so einfach durchgekommen bin. Ich denke mal, da hinten sind wahrscheinlich auch noch hier und da ein paar Abkürzungen. Gewonnen! Hm. Okay. So. Wir haben alles geschafft. Es fehlt nur noch Kirul. Speichern kostet hier sogar eine Münze. Ich kann kein Schweizerdeutsch. Nein. Ich kann allgemein keine Akzente. So wirklich. Ach, jetzt kostet es zwei plötzlich. So. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mit den... Fangen wir jetzt mit den... Frage an euch. Machen wir erst Kirul oder fangen wir jetzt schon mit der verlorenen Welt an? Alles schön durch. Überall schön alles. Oh yeah. Okay. Ich lese da schon das immer. Erst Kirul. Ja, ihr wollt schon, dass ich... ihr wollt, dass ich meine ganzen Leben verliere. Für die verlorene Welt, ne? Natürlich. Das Lied nochmal, Crocodile Cacophony. Oh. Ja, aber ich hätte das schon mal alle bis auf eine machen können. Quasi, ich könnte mir jetzt, hätte jetzt quasi alle, also die ganzen schweren Level machen können, um dann die einzige einfache dann ganz zum Schluss noch zu machen oder so. Ich sollte vielleicht Didi nehmen. So, welche? Okay. Yay, wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. Nein, haben wir nicht. Hat uns verarscht. Dum, dum, da, da.
Wow, wow, runter, hoch, runter, hoch. Nimm das. Diese Musik ist sehr schön. Wow. Okay, da kann ich auch drunter, 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 drunter. Nimm das und lass mich in Ruhe. Nein! Jetzt bin ich doch echt in das Ding dahinter nochmal reingelaufen. Okay, jetzt. Aber ganz knapp hat es mich noch erwischt. Okay, die zweite Runde sollte ich wirklich erst mit Didi anfangen. Schade, doch kein Karul auf Anhieb. Na gut, wenn wir die verlorene Welt hier nach erst machen, kann es sogar wirklich passieren, dass wir zwischendurch Game Over gehen. Das war knapp. Ja, das war doof. Jo. Das war doof. Na, ich glaube, wir nehmen doch erstmal für den Anfang Dixie. Achso, ja. Ich habe gerade irgendwie vergessen, die Kugel abzuwerfen. Nee, 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 nee. Leck mich an meinen haarigen Affenhintern. Schon 8 Uhr. Was? Ganz knapp noch erwischt. Huch, war schon fast zu knapp. Was haben wir eigentlich alles im Hintergrund? Wir haben den Super Nintendo Controller, wir haben die Bananen aus Donkey Kong Country 1. Wir haben die LOL-Fässer. Da, tja, tja. Nimm das. Eine Piratenflagge. Sind das Erdnüsse? Nein, verdammt. Nein, das ist zu tief. Oh Gott. Nimm das und geh, Les. Geh und lass mich in Ruhe. So. Jetzt der Spaß nochmal. Hui. Und nein. Oh, ist ja schon wieder fast da reingelaufen. Gott. Nein! Dreh dich doch nicht so weit, Dixie. Dass der mir jetzt auf dem Niveau schon Probleme macht. Und nicht erst später bei den Gaswolken. Meine Güte. Ich hab nachgelassen. Das ist ziemlich doof, wenn die Nase mitten beim Bosskampf juckt. Und es ist ziemlich doof, wenn ich in den Boss reinspringe. Ich mag das echt nicht, wenn das die hintere Kugel immer ist. Das ist immer ein bisschen schwerer zu treffen dann. Die ist wieder dran. Dixie brauche ich später noch. Hoppa. Runter, hoch, runter. Bis man sich unter einigen wegducken kann. Das war auch schon wieder ein bisschen zu knapp.
So, runterher. Den kann ich nicht runterher. Runter. Okay. 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 So. Und jetzt wieder der Spaß. Warum auch immer ich das jetzt bisher noch nicht so ganz geschafft habe. So, und hier rüber. Und drüber. Schon wieder. Nimm das und lass mich in Ruhe. So. Und die letzte Phase. So. Ich habe mich echt davon treffen lassen. Seriously? Wow. Und da hat er mich verarscht. Ist viel zu spät losgefahren. Meine Güte, Kirul, macht doch jetzt nicht solche Probleme. Wobei ich jetzt erstmal wieder ein bisschen einstudieren muss. Und da hat mich ganz knapp noch sein Düsenantrieb erwischt. Also wenn das mal nicht doof war. Leben für die verlorene Welt. Ich brauche das ganze Leben für ihn jetzt wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, will der jetzt nicht anfangen oder wie? Wie lange sitzen wir denn eigentlich schon an Kirul? Weiß das gerade einer? Wann habe ich etwa damit angefangen? Ich habe immer das Gefühl, ich werde immer so ein bisschen hin und her gezogen. Gut. Die Kugel ist in Ordnung. So, und die zweite Runde. Wo, was tue ich da? Okay. Gut. So. Und die letzte Runde. Weil ich, da benutze ich doch lieber Dixie. Das kam mir gerade schon gefährlich nahe. Und jetzt. Oh Gott. Das war auch schon zu knapp. So. Hätten wir diese Runde auch jetzt mal wieder geschafft. So. Jetzt fährst du noch einmal. Schieß deine drei Bläschen. Okay. So. Jetzt brauchst du ein bisschen länger. Ja, und das hat mich beim letzten Mal so ein bisschen irritiert. So, jetzt kommt der Kram wieder. So. Versuchen wir jetzt mal auszuweichen. Das ist so die eine Phase, der ich nie schaffe, das wirklich komplett auszuweichen. Ich weiß auch nicht, warum. Oh. Das hat ja gut geklappt.
So. So, friss das. Moment. Machen wir es einfacher. Was? Kannst du vielleicht noch treffen? Bäh. So. Geschafft. Hau ihn weg, Donkey. Hätte es von Anfang an eigentlich machen können. Aber gut, ich bin dir mal nicht wütend. Und da wird davon eingefressen. Ich wusste auch, dass ihr schaffen würdet. Kein Wunder nach den tollen Tipps, die ihr von mir erhalten habt. Nicht einen einzigen. Ihr habt meinen Enkel gerettet und wird diese Kikuri besiegt. Nicht schlecht für Anfänger. Ehrlich gesagt, nicht schlecht. Hätte ich spielen dürfen, wäre Kirill nie wieder auf die Idee gekommen, uns das Leben schwer zu machen. Ja, jetzt die verlorene Welt mit 5 Leben. Hier hätte sich alle Crimson gefunden und die verlorene Welt komplett gespielt, aber ihr wart für das erste Mal auch nicht schlecht. Schon gemein, dass wir einfach die verlorene Welt nicht komplett machen können, ohne diesen Angotron zu sehen. Wie viele meiner Dicke-Münzen habt ihr denn gefunden? Ich hatte sie selbstverständlich alle gefunden. Bis jetzt alle. Also schauen wir mal, was ihr zustande gebracht habt. Boah, Platz 2 ist schon mal ganz gut. Ein Augenblick Ruhe bitte. Ihr werdet sehen, wie ihr abgeschnitten habt. Ich bin schon gespannt, wie viele meiner Dicke-Münzen ihr finden konntet. Nicht schlecht. Fast hättet ihr es nach ganz oben geschafft. Macht nichts, ihr könnt es ja noch mal probieren. Und rechts sieht man neben der Mülltonne Sonics Schuhe und die Pistole von Earthworm Jim. Wenn ihr euch anschauen wollt, was ihr mit euren bescheidenen Talenten schon gebraucht habt, drückt den R-Knopf, wenn ihr auf einer Karte befindet. Nun geht und lasst einen alten Mann seine Ruhe. Vielleicht könntet ihr noch ein paar Münzen finden. L oder R? Okay. Schauen wir uns mal die ganzen Gegner an. Die Lazy Land Lubbers. Nick. 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 Klick-Klack. Spiny. Oder auch der nicht so tolle Igel. Cat-O Ninetales. Da ist wirklich sogar Ninetales. Nur halt mit Cat-O davor. Flitter. Na, wenn der mal wochenlang fliegt. Ha, ha, ha. Mini-Necky. Okay, dann halt Mini-Necky und nicht Necky Junior. Und Singer. Screech. Kannst du leider vor, aber gut. Auch Erdenplatz verdient. So, und jetzt die Unterwasser, die Submerged Sea Dogs. Flotsam. Shuri. Nee, fucking Sea Star. Puffed Up. Bläst dich mal nicht so auf. Ein Lockjaw. Und Snapjaw. Ja, der wird auch mal ein bisschen größer. Spontan. Und die Kremlins. Klomp. Weil er mal wieder Klomp macht, wenn er auf den Boden knallt. Und Klinger. Hui! Ach komm, Flachwitze seid ihr doch von mir gewohnt. Und Kboing. Und Klampon. Also die heißen gar nicht mehr Claptrap, sondern Klampon. Okay. Und Klobber. Ach, deswegen ist eine Level Klobber-Chaos. Und Krug. Nee, Haken-Johnny. Klingt schöner. Und Cutlass. Na, zumindest den Namen hatte ich richtig im Kopf. Und Cloak.
Und Cannon. Jetzt müssen wir alle Körperteile. Cruncher. Never skip leg day. Und Clank. Ja, in Donkey Kong Country 1 heißen die auch Claptrap. Und Cackle. Ach, so hieß der Cackle. Der olle Geist. Und Clubber. Den wir bis jetzt noch nie besucht haben. Kommt noch. Und die Bosse. Und Crow. Flieg einfach vorbei. Cleaver. Wäre interessant, wenn alle Bosse auch mit K anfangen. Cutgirl. King Sing. Ich glaube, die fangen wirklich alle mit K an. Sehr schön. Captain Kirul. Yay. Und unsere Tiere. Oh. Rombi. Das französische Rhinoceros. Mit Baskenmütze. Und En Garde. Und Radley. Squidda. Und Klepper. Wie war das? Die Hunde sind quasi Squawks. Hund? Mehr Hundfrauen. Mehr jungen Hundfrauen. So da. Glimmer. Belassen wir es dabei. Ach ja, und jetzt kommen die Kongs. Swanky! Funky! Und Wrinkly! Noch lebt sie. Für zwei Donkey Kong-Teile noch. Oder für eins eigentlich nur noch. Cranky! Ein paar Teile später kann er selbst mitspielen. Und jo, er hängt ganz gut da. Dixie. Und Diddy. Selbst das Spielzeug ist da oben. Toll. Eieiei. So. Was? Le. Was? De. De Skurvi Konkru? Wie viele Leute haben in diesem Spiel eigentlich mitgemacht? Das sind echt gar nicht mehr so viel. Ich nehme mal so einer pro Abteilung da. Und einige von euch haben schon Tropical Freeze. Behaltet eure Spoiler für euch. Behaltet eure Meinungen auch für euch. Ich will nichts von diesem Spiel wissen. Ah, Scurvy ist Skorbut. Wie gesagt, ich möchte nichts über das Spiel hören im Chat. Gar nichts. Ich möchte über das Spiel im Endeffekt nichts hören, bis ich selber spiele. Ganz blind. In einem Together dann natürlich. Also wie gesagt, keine Spoiler zu Donkey Kong Country, Dingens, Tropical Freeze. Bitte, danke. Geschichte. Ich kann mir echt sehr gut, sehr gut vorstellen, wie die Geschichte aussah. Die stehen da so am Tisch, so, wir brauchen eine Geschichte für Donkey Kong Country 2, was nehmen wir? Donkey Kong wurde entführt. Ja, das klingt gut. Erzähl weiter. Der Gegner war Kirul. Den hatten wir doch schon. Captain Kirul. Das ist kein König mehr. Das ist gut. Erzählen Sie weiter. Diddy bekommt eine Freundin, die ihm hilft, Donkey Kong zu retten. Ja, das klingt gut. Was soll diese Freundin können? Fliegen. Na, das ist zu stark. Runterschweben? Ja, das klingt gut. Das nehmen wir.
Sie sind eingestellt. Wer sind Sie überhaupt? Ich bin nur ein Passant. Sehr gut, Sie sind eingestellt. Ja, so hat sich die Story entwickelt. Und gleich die Charakter, die Charaktererschaffung auch noch dazu. Wahrscheinlich. Und als sie fertig waren, dachten sie sich, das kann's nicht sein, wir brauchen noch mehr. Dann kam der Typ von der Story noch einmal und dachte sich, hey, machen wir eine verlorene Welt. Oh, was ist das? Man zahlt mit den Bonusmünzen. Das klingt gut. Und was kriegt man da? DK-Münzen. Sie kriegen eine Gehaltserhöhung. So lief das bei Rare. Ganz genau. So, wie sieht's bisher aus? 3,5 Stunden. Na dann. Ab in die verlorene Welt. Du, 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 du. Klubbers Kiosk. Hi. Ich zahle. Bin nett. So. Ab in den Dschungelzauber. Mit 5 Leben. Und ich hätte gerade beinahe schon eins verloren. Diese Musik. Wow. Suddenly Reifen von oben. Wow. Nein, 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 nein. Oh. Nein, 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 nein. Fast mehrmals von Reifen erschlagen. So, hier war das Bonuslevel noch nicht. Ja, das war gut. Ja, das war nicht gut. Uiuiui. Nicht zu schnell. Kommt? Nee, kommt keiner. So, hier jetzt rüber. Uiuiui. Ich war mir auch schon gerade wieder schon zu knapp. Uiuiui. Nein, schieb mich doch nicht weg. Ah, Moment, Moment. Ich habe die Mitte, ich habe das gefunden. Da haben wir es doch. So. Oh Gott. Beide hätten sie die erwischt. Und das war auch irgendwie noch sehr schön erwischt. Geh weg! 1, 2, 3 und jetzt. Wow! Das hat irgendwie noch geklappt. Ja, das war schön. Blöder Reifen! Wäre schön, wenn Nintendo Rare wieder zurückkaufen würde. Wobei ich sagen muss, Retro Studios waren noch die, die jetzt auch Returns und Tropical Freeze gemacht haben, oder? Die haben ihre Arbeit auf jeden Fall auch sehr gut gemacht bisher. Also zumindest mit Returns. Jo, fast. Ich wollte gerade schon sagen, ich bräuchte mal einen... Was? Warum? Warum war der plötzlich nicht mehr da, wo er da sein sollte? Jo. Das hat gut geklappt. Wow, 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 wow. Ja, so Banjo und Kazooie, wenn ich mal so sehe, was die da aus mit Nuts and Bolts gemacht haben für einen Quatsch. Da ist, da sind die echt bei Nintendo besser aufgehoben. Das gute alte Rare Team bräuchte man nochmal. Fast. Ich habe so das Gefühl, ich gehe gleich Game Over. Ich habe doch 2 Leben. Irgendwie habe ich Cutlass nicht so ganz erwischt. Okay, ich sollte da echt warten.
Jo, wir sind gleich Game Over. So. Eins, zwei. Eins, zwei. Ui. So. Mit etwas mehr Contenance und Nonchalance, wie ein gewisser Let's Player sagen würde. Ich gehe mal kurz zurück, um zu speichern, damit wenigstens das Bonus-Level gespeichert ist. Habe ich überhaupt nicht? Ich habe keine Münzen dafür. Okay, dann kein Speichern. Machen wir weiter. Passt. Wobei, Moment. Fällt da gerade was ein? Waren hier nicht ein paar Leben drin? Wir holen uns mal eben ein paar Leben. Haben die jetzt gezählt oder haben sie nicht gezählt? Okay, sie haben gezählt. Bevor ich hier immer wieder alles gern machen muss. So. Habe ich überhaupt noch die Mitte oder wurde die jetzt gelöscht, weil ich ein neues Level angefangen habe? Okay, die habe ich noch. So. Eins, zwei, Sprung. Wow, das war schon fast zu knapp. Was? Hat er mich in den Tod gequetscht? Verdammte Reifen. Das war schon knapp. Ja, Metroid ist eine Nintendo-Marke. Auch weiterhin. Aber heißt ja nicht, dass trotzdem Second-Party-Firmen da was machen müssen, machen können. Team Ninja hat ja auch Other M gestaltet. Geh weg. War das Team Ninja oder war das Retro Studios? Hm, da ist das G. Hat der Bananenstaude. Gut, ich hätte das Lebenfarm sogar gar nicht mal gebraucht. So, damit sind wir fertig. Und dann auf zu Funky. Und da wir ihn ja schon mal bezahlt haben, ist das jetzt immer gratis. Auf zur nächsten Welt. So, ich zahle, ich darf weiter. Weiterschön. So, Ice Level. Nebenbei, das ist das Level, wo der Spruch, da ist ein Schwarzer, tötet den Schwarzen entstand. Für die, die es nicht kennen. Lass das. Zwischenlandung. Okay, in der Mitte kann ich runter. Nein! Ich habe den Haken kommen sehen. Ich habe aber nicht mehr ausweichen können. Gut, den Haken habe ich auch kommen sehen, aber habe ich auch nicht mehr ausweichen können. Ich nehme mich mal mit. So viel dazu. Nee. Der Haken fliegt sehr viel weiter, als ich dachte.
Zumindest liegen hier eine Menge Bananen rum. Ja, wie gesagt, das ist echt eins meiner schönsten Let's Plays, sag ich mal. Ja, und Mario Kart kommt auch im Mai. Da wäre es sicher mal gar nicht mal so schlecht, da mal ein paar Runden mit euch Zuschauern zu fahren. Da bin ich gerade sogar wirklich mal, oh Gott, abgerutscht. So, hier ist die Stelle. Da ist ein Schwarzer, tötet den Schwarzen. Ich möchte das Mittelfass. Middle Barrel. Oh yeah. Jetzt möchte ich gerne noch einen Decay-Fass. Natürlich falle ich genau auf die Biene drauf. Ja, Symphonia kommt in 7 Tagen. Und wenn ich Glück habe. Ach, da war das Fass. Habe ich gut übersehen. Wenn ich Glück habe, dann kann es erstens sein, dass Amazon das vielleicht auch mal wieder früher verschickt. Und dass ich es auch früher zeigen darf. Wow, gut, dass ich da noch zur Seite gelenkt habe. Also wie gesagt, mit etwas Glück könnte es ja vielleicht schon Symphonia am Donnerstag geben. Also Daumen drücken. Geh weg! KO! Mal 2. So, wir nehmen wieder mal die rechte Seite. Da ist zumindest nur eine. Nur so ein Bananen-Junkie. Ja, die heißen Bananen-Junkie. Nee, der Bananenklobber. Nein, 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 nein. Lass das. Das sah interessant aus. Das sah noch interessanter aus. Das war scheiße. So, 1, 2 und 3. Ja, aber die Sache ist, na wobei stimmt. Ich frage da eh sowieso nochmal bei den Gaming Clerks nach, ab wann ich das zeigen darf. Von daher. Wenn die mir das okay geben, dass ich es auch schon früher zeigen darf, dann mache ich es auch. Ansonsten darf ich halt einfach nicht. Weil sonst würde ich ja Ärger noch mit den Firmen bekommen. Und das wollen wir ja nicht. Vor allem nicht mit einer. Oh Gott, jetzt muss ich hier noch durch. Ja, und ich sterbe! Natürlich sterbe ich noch. Zumindest habe ich das Bonuslevel. Wobei das mit dem Twitch ist amerikanisch und deswegen darf ich es vielleicht dann doch zeigen. Ja, mal schauen. Kann ich auch mal ansprechen. Vielleicht sagen die mir auch dann, jo, das ist in Ordnung. Du darfst es zeigen. Was? Was? Okay. Das war komisch. Das war ganz, ganz komisch. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt gerade so geschehen ist, aber ich habe auch keine Ahnung, warum Dixie jetzt sich gerade nicht umgedreht hat. Blöde Dixie. Hätte sich umgedreht, hätte ich das vielleicht sogar noch geschafft, das Ding abzuschießen. Aber ich glaube, ich nehme die Kugel doch nochmal mit. So, weg mit dir. Im Let's Play war das Level nicht so schwer. So. Jetzt habe ich beide abgeschossen. Toll. Dann nehmen wir halt die Kiste mit. Und treffen den da unten. Gut, dann nehme ich es halt so mit.
Nein, ich... meine Kugel. Ich wusste, ich lande genau dazwischen. Das Level macht mir gerade eigentlich mehr Probleme, als es eigentlich sollte. Das ist eigentlich ein Klacks. So. Und weiter runter. Was? Manchmal denke ich mir echt, wie treffen die mich da noch? Ich sollte die Kugel vielleicht nicht mitnehmen. Die macht mich irgendwie nur mehr kaputt, als dass sie mir hilft. Lassen wir sie mal da stehen. Und auch zum allerersten Mal wurde ich jetzt von dem erwischt. Ne, jetzt nehme ich sie doch mit. Ich dachte, wenn ich Dixie hätte, dann geht das klar, aber so... nie. Nee, nee, nee. So, ich warte jetzt einfach. Whee! Ha. Nicht dieses Mal. Wir gehen jetzt ganz langsam. Ganz langsam. Ganz langsam schaffen wir das Level. Yes! Das ist eine Seifenblase? Interessante Idee. So. Fliegen wir wieder weg. Und auf zum nächsten. Wobei ich hier jetzt eher mal kurz speichern werde. Ich sollte vielleicht mir erstmal Dixie holen. Weil jetzt kommt Klobberchaos. Sprich, der ganze Spaß mit den Fässern und so. Oh, ich kann mir noch ein Leben holen. So. Jetzt sind schon mal bei 90%. Und noch 19 Minuten bis 4 Stunden. Hey, das kann sogar... ja. Gut hinkommen mit den 4 Stunden. Nein, ich habe HEDQ nicht geguckt. Ich hatte einfach keine Zeit dafür. Wenn mal was Interessantes kam, habe ich einfach nicht die Zeit gehabt, das zu sehen, weil ich zu viel mit der Uni zu tun hatte. Von daher konnte ich das jetzt nicht so wirklich verfolgen. Weil so einige Spiele hätte ich dann vielleicht doch gerne mal gesehen, die dann so ein bisschen schneller gespielt werden. Ja, ist das schön. Ich kann einfach so schön stehen. Lalala, zielen. Wow, ich gleich abrutschen. So. Komm her. Mitnehmen. Komm her. Mitnehmen. Und komm her. Und weg mit dir. An dem einfach vorbei am besten. Dich am besten kaputt machen, sonst nimmst du mir nachher noch das Leben weg. So. Ja. Das war ja schon fast gut. So, sind wir schon mal bis zur Mitte gekommen, so. Ja, aber die Sache ist dann, sich so viele Sachen jetzt noch anzuschauen, das würde ewig... was?
Es wird ewig dauern, sich das jetzt alles nochmal anzuschauen. Und auch dafür habe ich jetzt nicht so wirklich die Zeit. Vor allem, weil ich jetzt gerade so viel streame. Oh ja, der Segen des Originals. So, wie war das letzte? Da unten, ne? Zack. Und zack. Und zack. Und zack. Ach, wie angenehm. Bin ich eigentlich behindert? Wieso spiele ich mit Diddy vorne, wenn ich ihn nachher fürs Bonuslevel brauche? Zack und... Jo! Das war intelligent gemacht. Und das war verdammt knapp. Das war alles verdammt knapp, was ich hier mache. So. Und noch ein Leben. Oh yeah. Fast. Yes. Weil es so viele Sachen sind, die ich dann eigentlich gerne sehen würde. Deswegen würde es ewig dauern, bis ich das habe dann. Und das nächste Musik jetzt passt. Yo. Das sind Speedruns, ja. So leicht kann es gehen, wenn man gerade nicht einen Emulator spielt. Das Level war echt verdammt einfach. Kaum funktioniert das Level mal richtig, es ist sowas von einfach. Das ist echt krass. Das ist echt krass, wie einfach das Level jetzt im Endeffekt war. So, und der nächste. Der Glutofen. Oben wäre, glaube ich, auch was gewesen. Aber gut. Haben wir jetzt gerade keinen Partner zur Seite, um das anzuschauen. So, einer fällt runter. Der andere bleibt oben. Jo. Das war schön. Oh, 30 Bananen. Danke. Nehme ich gerne. Einen Moment mal. Was mir gerade Sound auffällt. Sollen wir was schauen? Nee. Ist doch alles in Ordnung. Irgendwie sah mir das gerade ein bisschen komisch aus, dass es so Streifen hatte, wenn ich ein bisschen... Ja. Wenn ich ein bisschen schnell laufe. Wobei das... Ja. Na gut, kann man wahrscheinlich nicht viel gegen machen. Yoshi's Island war unterhaltsam, okay. Es gab einen Feueralarm zwischendurch. What? So, ich hoffe mal, das habe ich jetzt nicht... Natürlich werde ich getroffen. Oh Gott, das war auch wieder ein bisschen gewagt. So, und ab in den nächsten Fass. In den nächsten Fass. Ich Deutsch. So gut können. Aber dafür, dass ich ein Ausländer bin, kann ich Deutsch als so manch anderer Deutscher. Besser Deutsch als so manch anderer Deutscher. Da habe ich das Gefühl. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das war knapp. Oh Gott, das war knapp. Oh Gott, gerade noch erwischt. Hallo, hallo. Na gut, dann halt nicht. Oh.
Gott! Was tue ich da? Ich hatte echt gerade keine Kontrolle mehr. Nö. Ich wusste nicht mehr, was ich da tate. So. So, schnell durch. Mitnehmen. Da rein. Und dann raus. So, geh weg. Zählt das jetzt immer noch als zweiter Angriff? Ja, anscheinend. Ach, nein, Tails. Lass das einfach. Just stop it. Zack. Alter! Und dann fällt er natürlich genau auf mich drauf. Mit seinem haarigen Ninetales-Arsch. Oh, stimmt ja. Da war ja was. Dann nehmen wir es auch vorbei. Ich muss an der Stelle am besten mit zwei Affen durchkommen. Wäre sonst ein bisschen doof für die weiteren Teile des Levels. Zumindest kann ich hier Münzen sammeln, wie blöd. Bin weg. Bin gar nicht da. Man hat mich nicht gesehen. Ach, wo er hier hat, hier einen zweiten Affen wieder bekommen. Wo hab ich denn meinen Affen verloren? Hier, ne? Einfach weg. Einfach weg. So. Schnell hier weiter. Hier was oben, hier was oben und bei den nächsten unten. Vergiss immer, die schießt mich so weit weg. Wo kann man in dieser Welt Leben farmen? Alter, das war knapp. Wieso bin ich unten lang gegangen? Ich weiß es nicht. Alter. Dieses Fass macht mich noch kaputt. Oh, hallo G. Ich habe wahrscheinlich eher alle anderen Buchstaben nicht. Ja, doch, das ist K immerhin. Bitte nicht sterben. Vor allem nicht, wenn ich so kurz vom Bonuslevel bin. Finde die Münze. Was muss ich dafür machen? Alter. Das war gerade sehr, sehr knapp. So langsam kann die Münze kommen. Ich hab nichts dagegen. Mir geht die Zeit aus. Da, ich höre sie schon. Ich sehe sie schon. Oh Gott, das wird knapp. Das wird knapp.
meine Güte. Ich habe gerade zwei Leben gesehen. Yes! Gut. Und damit fehlt nur noch ein verlorene Weltlevel. Und dann, Funky, flieg mich in Kerouls Reich. Lass mich nochmal speichern und dann machen wir weiter. So, wie heißt es hier? Tierische Show. Gut. Mal gucken, wie gut ich das schaffen kann. Nee, falsche Richtung. Jo, das funktioniert immer noch super. So. Zweite Stelle. Jo, das funktioniert auch immer noch super. Rambis Part ist echt angenehm. So, nehmen wir uns mal hier noch das Rare-Zeichen mit. Und das O. So. Nein, falsche Richtung. Ja, 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 ja. Und einfach durch. Was? Toll. Weil ich ein bisschen zu früh reingeschaut habe. Aber damit hätten wir auch Ongards Part geschafft. Squawks in the Wind. Oh ja, der Squawks in the Wind. Ich freue mich schon irgendwie drauf. Huch, was macht das Netz da? So, weg mit euch allen. Ich mache hier manchmal echt knappe Sachen. Habe ich so das Gefühl. So. Wenn ich schon mal nicht aus Versehen ins Fass reinfalle. Und ab ins Bonuslevel. Ne, Squidder. Squidder ist an sich nicht so schwer. Squidder ist eigentlich recht angenehm. Muss ich eigentlich alle Gegner besiegen? Ich weiß gerade nicht. Das habe ich wieder nicht geachtet, was man hier machen muss. Ich töte einfach alle, wenn sie hier schon so stehen. Und die letzte DK-Münze. Zumindest die letzte, die ich gerade jetzt noch holen kann, bevor wir es an die allerletzte gehen. So, und wir haben noch mal ein bisschen Stickerbush Symphony. Nee, geh weg. Wow. Ich sehe gerade die Netze fast gar nicht mehr. Na dann. Squidder in the... Was? Squidder? Nein. Squawks in the Wind.
Das war gerade schon ein bisschen zu knapp für meinen Geschmack. Sag ich dazu nur. Squawks in the Wind. Check. Alles nur eine Sache des Delays. Ein bisschen erwischen, wenn du weiter rechts bist. So. Ich weiß nicht, so schwer finde ich den Abschnitt eigentlich gar nicht. Der ist halt nur mit Delay. Ich eine miese Socke. Oh, der schießt doch direkt. Ja, fast. Ja, fast. Jo, nehmen wir. Ich hab's auch als Kind geschafft. Der Spielstand, der da angezeigt ist. Mit den 14 Stunden. Das ist mein Spielstand, den ich als Kind gemacht habe, ja. Als 10-Jähriger vielleicht, allerhöchstens. Ich weiß es nicht. Tja. Ich finde die Stelle gar nicht so schwer. Na dann, auf ins letzte Gefecht. Krokodil-Hit. Krokodil-Hit. Da ist er wieder. Lass mich mal wechseln. Ich brauch Dixie später. Ja, mit Fischen, glaube ich, wirst du mir nicht so viel machen können. Das Schöne ist, an sich müssen wir ihn ja nur einmal treffen. Aber wir müssen quasi erstmal dazu kommen, ihn einmal zu treffen. Alter. Alter! 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 Verdammt, die letzte Kugel hat mich erwischt. Ach, das ist jetzt das. Und dann einmal hinterher. So, die zweite Kugel hinterher. So, eins, zwei und die dritte. So, und jetzt noch die... Genau, die Dreier. Runter und ducken. Und komplett durchducken. Sorgst du direkt? Ja. Yes! Geschafft! Sowas macht man nicht, Kerul. Auf Anhieb! Wunderbar! Nicht schlecht, ich muss zugeben. Naja, also gut, ihr wart wirklich klasse. Ihr wart sogar super. Tja. So, lasst uns mit Lobeshymnen aufhören und endlich nach Hause gehen. Oder was meint ihr? Jo, ja, auch klingt gut. Hey. So, yay. Seid ihr wieder hier? Mal sehen, ob ihr euch beim letzten Mal verbessern konntet. Aber sowas von... Wow, ich muss zugeben, das hätte ich auch nicht viel besser gekonnt. Prima, ihr scheint ganz nach mir zu kommen. Spitze. Danke für die Glückwünsche. Und jetzt geht die Insel unter. Fliegt einfach mal komplett in die Luft. Und da segelt der olle Kerul weg.
Da lacht er uns noch aus, die olle Sau. So, mal gucken, wie lange ich jetzt gebraucht habe. Ja! Hä? Moment, wieso 101? Hä? What? Was fehlt mir? Hä? Was? Moment. Alles? 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 Hä? Ich bin verwirrt. Hä? Wieso habe ich 101%? Muss ich Crew-Duell nochmal machen oder wie? Von mir aus. Ich habe keine Ahnung, warum ich nur 101 habe. Hä? Hat einer von euch gerade eine Antwort drauf? Ich klopp mich hier so lange nochmal ein bisschen mit ihm. Swanky's Quiz habe ich auch alle gemacht. Ja, das finde ich auch gerade sehr komisch. Habe ich den Prozent verpasst? Vielleicht will mir Cranky keine 102 geben, weil ich sein Museum nie besucht habe. Ich bin gerade ernsthaft verwirrt, ob ich meine 102 gerade nicht habe. Wird ja wohl nicht daran liegen, dass ich schon einen anderen 102% Spielstand habe. Naja, doof. Ich find's gerade trotzdem sehr strange. Und das, obwohl ich mehr beim als beim ersten. Das war jetzt doof. Das, obwohl ich mehr als beim ersten Spielstand habe. Oh Gott, das war knapp. Nein! Wieso bist du geflogen, Dixie? Geh wieder raus, geh wieder raus, geh wieder raus. Perfekt. Die Sache ist jetzt aber, ich kann den anderen nicht mehr ausweichen. Ohne Dixie. Beim Vogel wäre ich auch erst, sonst verliert man ja. Genau, den Nintendo Support. Ach, jetzt bin ich langsamer. Wow. Ich bin gerade ernsthaft verwirrt, warum ich da keine 102% habe. Kann man eigentlich dazwischen durch? Okay, also umgekehrt. Das heißt, immer auf ihn zulaufen. Hä? Ja, immer auf ihn zulaufen, die duckt sich. Moment. Ich habe da gerade so eine andere Theorie. Erstmal bräuchte ich ein paar Münzen. Ich habe echt das Gefühl, einfach mal, weil ich das Museum nie besucht habe, von Cranky, fehlt mir da halt ein bisschen was. Auch wenn ich mir nicht vorstellen könnte, dass es daran liegt.
In Alcaru habe ich eine andere Welt besiegt, sonst hätte ich ja nicht meine 40 DK-Münzen. Das Spiel trollt mich gerade so ein bisschen. So. Gehen wir mal kurz ins Affenmuseum. So. Schauen wir uns mal irgendeinen Tipp an. So, Rambis Donnergetöse. So. So, nochmal speichern. Geht doch. Ich habe meine 102. 4 Stunden. Düdüd. Moment. Ah, das hab ich ein bisschen gezogen. Schauen wir uns mal ein bisschen auf meinem Hauptbildschirm nochmal alles schön an. Ja, wie ich etwa getippt habe. 4 Stunden ungefähr. Ich hätte nur noch mal kurz ins Museum gehen müssen. Ich finde es interessant, dass es 1% ist, dass man ins Museum geht. Yay. Wir haben es geschafft. 5 Stunden Stream, 4 Stunden Ingame. Irgendwie geht's. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir unser Ziel für heute erreicht. Ei. Ja, also es lag wirklich daran, dass ich das Museum nicht besucht habe. Das ist ein Quatsch. Aber gut. So, das war der Stream für heute. Morgen, wie gesagt, keinen von mir. Ich bin bei Christian dabei. Sollte er streamen. Ja. Am Samstag geht's weiter mit Persona 4. Mit Millie als Co-Kommentator. Falls sie nicht spontan meint, nö, kein Bock, Persona 4, hasse ich das Spiel. Das will ich nie wieder sehen. Ansonsten ist sie dabei. Ich werde dann noch versuchen, Persona 4 so gut es geht zu übersetzen. Was gibt's morgen bei Sui? Das seht ihr morgen, wenn er sein Video dazu hochlädt. Dazu sage ich noch nichts. Wobei es wahrscheinlich eh eigentlich mal das gleiche ist, was er jetzt in letzter Zeit noch machen wird. Von daher, oder in nächster Zeit machen wird. Von daher. Gut. War ein schöner Stream. Ich danke euch fürs Zuschauen. Seid hoffentlich auch am Wochenende wieder dann dabei, wenn es an Persona geht. Einem wirklich verdammt genialen Spiel, muss ich sagen. Und ja. Gute Nacht euch noch. Tschüss.